Andreas, vorweg danke, dass du als Projektbotschafter für unsere Initiative Bewusst gemeinsam Leben wirkst. Ihr seid mit 4 Hauben unter den absoluten Top-Gastronomen. Viele wollen an die Spitze. Was sind die Erfolgsfaktoren? Gibt es natürlich unterschiedlichste Zugänge. Aus meiner Sicht ist es einmal eine gewisse Zufriedenheit, auch mit, die man selbst ausstreut, die man auch an seine Mitarbeiter weitergeben kann. Es ist natürlich eine Familie, irrsinnig wichtig, die einem Rückhalt gibt und auch Stütze ist. Ein gewisser langer Atem, denke ich, schadet auch nicht. Gerade in Zeiten wie diesen, die zwar schnelllebig sind, ist es aber umso wichtiger, eben auch einmal die ein oder andere Enttäuschung wegstecken zu können. Wir sind ja da beim Thema Essen, es ist ein Grundbedürfnis. Hinterfragen wir zu wenig, wie Nahrungsmittel auf uns wirken? Ich denke zwar, dass das Bewusstsein immer mehr wird, aber trotzdem noch nicht in dem Maße ausgeprägt ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Also die Leute unterschätzen, wie sehr sie die Lebensmittel, die sie aufnehmen, auch beeinflussen im Alltag. Und insofern glaube ich schon, dass es noch ausbaufähig ist. Andreas, würdest du begrifflich zwischen Nahrungs- und Lebensmitteln unterscheiden? Ja, die Begrifflichkeit ist jetzt für mich da nicht so vorrangig. Mir geht es eher um das Verständnis, das man dafür hat. Und insofern, wie gesagt, ist der Begriff zweitrangig. Entscheidend ist, dass man versteht, dass man ganz genau darauf achten sollte, was man zu sich nimmt. Setzt ihr auf regionale Lebensmittel? Ist eines unserer absoluten Kernpunkte. Also alpine Küche ist ja unser Leitmotto. Und da versuchen wir, die Produkte nur aus dem Alpenraum oder weitestgehend aus dem Alpenraum und da vor allem eben aus dem Salzburger Land oder aus dem Tennigau zu finden. Und insofern für uns ganz, ganz wichtig. Bei unserem Projekt geht es ja um die Förderung ländlicher Raum. Bauernschaft als Eckpfeiler. Hat die Bauernschaft Zukunft? Absolut. Ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Ja. Ich denke nur, dass die Bauern auch mit der Zeit gehen müssen. Und Spezialisierung ist ja sicherlich ein Wort, was ein Erfolgsrezept sein kann, eben in irgendeiner Weise speziell zu sein in den Produkten, die man herstellt. Wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, auch in Zukunft eine Chance. Neben einem Home-Restaurant gibt es ja bei euch ein Wirtshaus. Ich glaube, das ist einzigartig. Wieso das? Gut, Wirtshaus ist unsere DNA, da kommen wir her. Wir sind seit mittlerweile 111 Jahren ein Wirtshaus und insofern liegt uns das extrem am Herzen. Ich wehre mich auch immer dagegen, wenn man behauptet, unser Wirtshaus ist das zweite Restaurant und das Gourmet-Restaurant ist das erste Restaurant. Das ist überhaupt nicht so, sondern uns sind beide Konzepte gleich wichtig und dieses Wirtshausthema liegt uns sehr, sehr am Herzen. Touristisch gibt es ja erstrebenswerte Ziele, so den Masterplan Österreich zur nachhaltigsten Tourismusdestination der Welt zu machen. Was könnte uns diesem Ziel näher bringen? Ich denke, das ist auch wieder ein Bausteinverfahren. Also auch da gibt es unterschiedlichste Räder, an denen da gedreht werden muss. Zum einen das Bewusstsein der Konsumenten zu schärfen, zum anderen aber auch das Bewusstsein der Touristiker und Gastronomen zu schärfen, vor allem in Richtung Qualität und nachhaltige Lebensmittel. Wenn beides gelingt, ist die Chance natürlich da, auch dieses große Ziel zu erreichen. Das geht aber nicht von heute auf morgen, sondern bedarf sicherlich einiger Zeit. Aber man muss einmal damit anfangen und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, damit zu starten. Macht es in Familien noch Sinn zu kochen, wo es dann Unmengen an billigen Fertigprodukten gibt? Das Kochen zu Hause ist die Basis, ohne dem geht es gar nicht. Das wird leider immer weniger praktiziert, was auf mangelnde Zeit zurückzuführen ist, aber natürlich auch auf Bequemlichkeit manchmal. Ich denke, das ist aber unumdingbar, dass man auch weiterhin zu Hause kocht. Da tun, denke ich, schon zum Beispiel auch die Kochsendungen im Fernsehen etwas dazu, um zumindest die Lust zum Kochen wieder zu wecken. Ich empfinde aber sehr, sehr einfach und zufriedene Menschen. Welche Zutaten braucht es, um ein gelingendes Leben zu führen? Hast du da ein Rezept dafür? Wenn ich das hätte, dann wäre es noch großartiger, aber ich persönlich kann es nur sagen, wie es ich versuche zu machen. Und zwar muss man in unserer Branche, ist es sehr schwer, eine Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. Ich versuche das aber und mir auch immer eben Zeit zu nehmen für private Dinge, weil die leider sehr oft hinten angestellt werden müssen. Ja? Und auch für mich selbst braucht man braucht dafür selbst einmal Zeit und diese Balance als Familie, der Zeit für sich selbst und den Beruf zu finden, wenn einem das gelingt, dann denke ich, ist man auch ein bisschen gelassener und zufriedener und ist in allen drei Bereichen dann auch glücklicher. Und das ist so mein Zugang, aber bitte
kein Masterrezept, Masterplan für jeden, aber für mich, denke ich, ist es so. Schön. Abschließende Frage, Andreas. Ich habe ja sehr oft mit männlichen Wertebotschaftern zu tun. Dahinter ist meistens eine sehr, sehr starke Frau. Wie ist denn das bei dir in der Familie? Wie wirst du das sehen? Ganz genauso. Also meine Frau unterstützt mich sensationell in allem, was ich tue, hält mir den Rücken frei, und ohne sie wäre das sicherlich nicht machbar. Und insofern stimmt das Sprichwort der starken Frau hinter jedem erfolgreichen Mann ganz, ganz sicher. Schön. Vielen Dank, Andreas. Danke dir.